Willkommen zurück zu Pokémon Scarlet. Heute werden wir uns die Akademie mal ganz gründlich anschauen. Ich weiß, hätte ich eventuell auch schon früher machen können. Also hätte ich auf jeden Fall schon früher machen können. Aber ich habe mich dafür entschieden, es jetzt zu tun. Denn jetzt haben wir so ziemlich alles unlocked, was man hier so für neue Kurse unlocken kann. Wir werden uns hier ein bisschen umschauen, aber man kann sich hier doch ein bisschen frei rumbewegen. Also halt, man kann nicht in welche Räume reingehen. Trotzdem ist diese Akademie ziemlich groß. Außerdem können wir hier auch noch ein paar Ausrufezeichen machen. Und zu guter Letzt werde ich dann auch noch ein bisschen alles durchrushen, ein bisschen Speedrun, die ganzen Sachen hier. Und wenn da bei den Sachen überall irgendwas Interessantes ist, dann schneide ich es rein. Ansonsten spule ich den ganzen Müll hier vor, weil ich glaube, das meiste hiervon ist einfach nur, hey, du fängst ein Pokémon, indem du es schwächst und dann Pokéball wirfst. So, das wissen wir. Das ist jetzt nichts Neues, ne? Aber ja, reden wir erstmal hier mit ihr, denn aus irgendeinem Grund steht sie hier und nicht da, wo sie eigentlich den Patienten helfen sollte. Was ist denn da los? Oh, hallo Maike, hattest du mich gesucht? Ich war in letzter Zeit nicht so oft im Sanitätsraum zu finden. Kann ich irgendwie helfen? Ja, schon. Ich habe mir aua wehgetan. Ist deine Puppe verletzt? Okay, warte. Das meine ich jetzt nicht, aber egal. So, soll alles wieder besser gehen. Den Kratzern und Schrammen nach zu urteilen, haben deine Pokémon da draußen ja das Abenteuer des Lebens. Ja, schon, kann man so sagen. Ah, du fändest es ungewöhnlich, mich nicht ständig im Sanitätsraum anzutreffen. Tja, weißt du, ich büffel zurzeit ziemlich viel. Ich würde mich nämlich gerne nochmal an der Zulassungsprüfung versuchen. Das ging spitze, das schaffen sie. Es hat auch überhaupt nichts damit zu tun, wie ermutigend die fleißige Schatzsuche einer gewissen Schülerin für mich war. Naja, vielleicht ein klitzekleines bisschen. Und deswegen, tja, danke. Oh, meine Pause ist fast vorbei. Hey, Michael, ich drück dir die Daumen, in Ordnung? Okay, ich drücke dir auch die Daumen. Dass du das hinkriegst. Achso, Pause ist für dich verende, aber du bleibst trotzdem hier stehen. Achso, okay. Es dürstet mich nach Gewissen. Ah, ja. Ja, genau, man kann sich hier überall rumschauen. Ich finde das eigentlich ganz interessant. Hier machen die Hausaufgaben. Bewundern wir ein Bild. Hier könnt ihr an den PC spielen und. Wie ist das denn ein grünes Buch? Hier steht ein Buch mit dem Titel Hymne der Orangenakademie. Wie Orangenkerne in Metalonas Grund in der warmen Sonne reifen zur Perfektion. So stille Alma Mater mit weiser Tradition. Unseren Wissensdurst groß wie Paldeas Schlund. Unseren Wissensdurst groß wie Paldeas Schlund. Okay. Okay, da komme ich nicht hoch. Genau, und hier kann man sich einfach hintippen. Statt hier reinzugehen und in den Ort zu kommen, das funktioniert leider nicht. Du musst dich wirklich an dem Ding tippen. Das finde ich ein bisschen lame. Aber das wisst ihr ja schon. Hier irgendwo müsste ein Buch über Geheimgewürze stehen. Okay. Ja, die geben ja auch, glaube ich, ein bisschen Tipps, so für was noch zu kommen ist im Abenteuer. Aber dafür sind wir ein bisschen spät dran. Mehr oder weniger. Na gut, theoretisch können wir die Folge ja auch am Anfang schauen. Weil ich glaube nicht, dass wir heute außer der Akademie noch irgendwas anstellen werden. Wahrscheinlich nicht. Ich stehe ein Buch mit der Schulordnung. Kleidung, es sind die von der Akademie gestellten Uniformen zu tragen. Haare, keine Beschränkung. Sonstiges, alle Schüler haben sich vorbildlich und umsichtig zu betragen. Zusatz, während der freien Projektarbeit dürfen Schüler die Paldea-Region frei erkunden. Aus Sicherheitsgründen ist das Betreten des Schlunds von Paldea jedoch strengstens verboten. Ja, das haben wir schon zu genügen gehört, aber eventuell kommen wir da doch bald hin. Wer weiß. Hier steht ein Buch mit dem Titel Schülerverzeichnis. Aha. In diesem dicken Buch stehen die Namen und Eckdaten sämtlicher Schüler der Akademie. Nanu, sieht aus, als wären die neuesten Seiten herausgerissen worden. Oha. Damaging of school property, das geht gar nicht. Verweis von der Schule hier. auf dem Monitor da. Ja, kein Problem. Achso, okay. Genau, hier gibt es Treppen. Auf beiden Seiten. Wir gehen erstmal rechts lang und kommen dann links wieder raus. Und die sind so richtig viele Bücher, die man lesen kann. Die grünen sind immer die, die man lesen kann, scheinbar. Sportwoche Paldea.
Der Snowboarder mit den coolsten Tricks hat erneut einen Titel für sich beansprucht. Mit dem Sieg beim Frigomonta Cup gewann die Nummer 2 der Snowboard-Weltrangliste zum 6. Mal in Folge einen regionalen Wettbewerb in Paldea. Wenn jemand glaubt, es mit mir aufnehmen zu können, bin ich für eine Herausforderung jederzeit bereit. Dieses selbstbewusste Statement hat sichtlich das Feuer in seinen Konkurrenten entfacht. Wir freuen uns auf den Montanata Cup in 2 Wochen. Ja, das war natürlich Grusha. Ich rede jetzt auch übrigens nicht mit den ganzen Schülern, das finde ich ein bisschen lame. Ich will nur wissen, was man hier so alles lesen kann. Zeit für Süßes! Unter einem großen Baum in Moldre, der Stadt der Oliven, liegt das Epizentrum des jüngsten Zuckerrauschs, der Paldea erfasst hat. Denn hier sorgt die Konditorei Mucorossi jeden Tag für nahezu kilometerlange Schlangen. Inhaberin Rona hat den Familienbetrieb vor einiger Zeit übernommen und begeistert seitdem mit ihren individuellen Kreationen im Design von Käfer-Pokémon. Optisch wie geschmacklich bleiben keinerlei Wünsche offen. Okay. Pachirisus, klettern da oben. Das Who's Who der Musik. Okay. Die Rap-Musikerin Etta ist bekannt als Rapperin mit Rhythmus in der Seele. Es heißt, der Flow ihrer Musik erwecke selbst Tote zum Leben. Obwohl 40 Jahre seit ihrem Debüt vergangen sind, hat sie nichts an Popularität eingebüßt. Oft thematisiert sie den Tod in ihrer Musik, was auf ihre Jugend zurückzuführen ist. Damals verlor sie ihr treues Welpen-Pokémon und beschloss, ihrer Trauer mit Liedern Ausdruck zu verleihen. Daraufhin kehrte ihr Partner als Geister-Pokémon zu ihr zurück. Rapperin Etta war geboren! What? Okay, crazy. Okkult. Das klingt interessant. Unerklärliche Phänomene Paldeas, Akte 7. Ein 10.000 Jahre altes Magneton? Das Mysterium von Sandfell. Einige Wissenschaftler gehen davon aus, dass es sich bei diesem rätselhaften Lebewesen um ein 10.000 Jahre altes Magneton handelt. Obwohl es mehrere Sichtungen in einer Trockenzone Paldeas gab, wurde es noch nicht gefangen. Es scheint überaus aggressiv zu sein und einige Augenzeugen sogar angegriffen zu haben. Seine Merkmale deuten auf eine Kreatur aus dem Karmesinbuch hin, die über ein Fell aus Sand verfügt haben soll. Daher stammt auch sein Name. Oh, jetzt habe ich B gedrückt aus Versehen statt A. Achso, es war sowieso vorbei. Okay. Ein paar Vögel. Kann man schön irgendwo hingucken, wo man will. Aber ein Magneton? Wir haben ja schon ein neues Tentara und ein neues Felino gesehen, aber Magneton haben wir noch nicht gesehen. Donphan haben wir gesehen, aber das konnten wir nicht fangen. Das war nur ein Gegner. Was geht hier eigentlich ab? Hier ist so viel zu erkunden. Deshalb wollte ich die ganze Folge heute für diese Akademie verwenden. Nochmal Okkult. Okay, das klingt interessant. Unerklärliche Phänomene, Paldeas, Akte 9. Ein lebendiger Dinosaurier aus der Urzeit? Das Mysterium von Riesenzahn. In einer Trockenzone Paldeas wurde mehrfach ein rätselhaftes Lebewesen gesichtet. Es soll auf den ersten Blick einen Donphan ähneln, aber neben gigantischen Stoßzähnen auch über robuste Schuppen verfügen und äußerst angriffslustig sein. Genau das meine ich doch, das haben wir doch schon gesehen. Einflussreichen Theorien zufolge handelt es sich um einen Dinosaurier, der es bis in die Gegenwart überlebt hat. Den Namen Riesenzahn erhielt es in Anlehnung an eine mysteriöse Kreatur aus dem Karmesinbuch. Okay. Und nochmal Okkult. Und dann gleich Phänomene in Akte 10. Ein Pummelo von vor einer Milliarde Jahre? Das Mysterium von Brüllschweif. Angeblich wurde in einem Wald Paldeas ein rätselhaftes Lebewesen namens Brüllschweif gesichtet. Mit seinem niedlichen Äußeren ähnelt es Pummeluff. Aber es soll extrem aggressiv sein. Äußerste Vorsicht ist geboten. Die urzeitlichen Züge und das wilde Verhalten deuten darauf hin, dass es sich um ein Pummeluff von vor einer Milliarde Jahre handelt. Sein Name stammt von einer brüllenden Kreatur mit markantem Schweif aus dem Karmesinbuch. Okay, hier lernen wir sehr viel über die Pokémon aus Zone 0. Ich hoffe, das war jetzt kein Spoiler. Aber ja, Zone 0 ist deshalb so streng verboten, weil all diese Mythen dort sich bewahrheiten. Abenteuer von Knabon, okay. Das Feuerkind-Pokémon Knabon mochte klein sein, aber in seiner Brust schlug das Herz eines Helden. Deshalb stellte es sich eines Tages dem Fiesling Gengar, der andere ärgerte und ihn in Angst einjagte. Haja, zack, bumm, paff. Doch oh weh, plötzlich wickelte Gengar das kleine Knabon mit seiner langen Zunge ein. Jetzt steckt es in der Klemme. Da half kein Zappeln und kein Winden, bis Knabon auf einmal eine Stimme hörte. Dir eröffnen sich nun zwei verschiedene Wege. Wähle eine der Rüstungen aus und verwandle dich, um Gengar zu besiegen. Und puff, plötzlich erschienen direkt vor Knabon zwei mysteriöse Rüstungen. Fortsetzen folgt.
Ja, ein kleiner Tipp, wie man Knabbern entwickelt. Durch diese Rüstungs-Items. Ja. Kamera bitte auf zu bewegen. Okay. Boah, wir haben noch einiges. Und da hinten backen irgendwie ein paar Trainer rum, die hin und her spawnen. Okay, cool. Register der Ruhmeshallenorden. Hier sind die Schülerinnen und Schüler verzeichnet, die für ihre ruhmreichen Taten mit dem Ruhmeshallenorden der Akademie ausgezeichnet wurden. Mögen sie andere damit inspirieren, auf ihren eigenen Wegen zum Ruhm zu finden. Träger des Ruhmeshallenordens. Antiqua. Okay. Der Fernschmecker. In Marmoria City, einer Stadt der Kanto-Region, entdecken wir einen Snack für wahre Kenner. Hier ist der Marmoria Cracker zu Hause. Dank seines braunen, kantigen Äußeren könnte man ihn glatt für einen Felsen halten. Kein Wunder, wurde er doch von den Pokémon der hiesigen Arena inspiriert, die allesamt dem Typ Gestein angehören. Leider fand der felsige Happen aufgrund seines kargen Äußeren und faden Geschmacks nie zu großer Beliebtheit. Oh, deshalb ist er so selten. Aufräumen ist nicht so meine Stärke. Okay. Die Geschichte Galas. Oh, der Nacht, okay. In der Bergstadt Passbeck wollten wir die Wandmalerei einer antiken Stätte untersuchen, doch sie wurde durch ein herumtobendes Patinaraya zerstört. Ein eigentlich tragischer Umstand, der sich jedoch als Glücksfall erwies. Ha, könnt ihr euch doch daran erinnern, Leute? Hinter der Malerei kam nämlich die Statue zweier Pokémon zum Vorschein. Das eine trug ein Schwert, das andere ein Schild. Dieses Relikt war älter als alle bisherigen Funde und warf unser Verständnis von der Identität des legendären Helden völlig über den Haufen. Aha. Okay. Nochmal, oh cool. Akte 8. Die Reinkarnation eines uralten Ramoth? Das Mysterium von Kriechflügel. Aus Mangel an Augenzeugen berichten, ranken sich viele Mysterien um Kriechflügel. Seinen Namen erhielt es in Anlehnung an ein rätselhaftes Lebewesen aus dem Karmesin-Buch. Seine Merkmale stimmen mit dem urzeitlichen Ramoth überein, über das wir zuvor berichtet hatten. Möglicherweise wurde es also aus einem Fossil wiederbelebt. Allerdings liegen uns keine Berichte über den Fund eines solchen Fossils vor. Okay. Ihr könnt ja gerne eure Theorien schon mal machen, wenn ihr Bock habt. Ich bleib da noch ein bisschen zurück. Menschen und Pokémon. Vor langer Zeit hielten Menschen und Pokémon gegenseitiger Furcht. Doch einige Menschen hegten trotz allem Zuneigung zu ihren Pokémon und näherten sich ihnen an. So konnten beide Seiten schließlich ihre Angst überwinden und zu treuen Partnern werden. Ich glaube, so ein kleiner Teaser an Legends. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Haben wir schon? Oh, ich kann gar nicht sagen, wo wir schon waren und wo nicht. Nee, ich meine, hier waren wir schon, oder? Oder? Doch, der Fernschmecker, das hatten wir gerade. Hier sind wir gerade durchgegangen. Okay. Dann, glaube ich, gehen wir mal hier. Ja, alles haben wir oben jetzt angeschaut. Aber hier waren wir noch nicht. Genau. So wirst auch du zum Champ. Der Champ-Rang ist der Traum eines jeden Pokémon-Trainers. In ihm vereinen sich Talent und Wissen der Extraklasse. Jeder kann zum Champ werden, solange man die Prüfung der Pokémon-Liga besteht. Sogar du! In der Paldea-Region können beliebig viele Trainer den Champ-Rang erreichen, auch ungeachtet ihres Alters. Wichtig ist nur, dass sie über die nötige Stärke und Weisheit verfügen, um anderen Trainern ein Vorbild zu sein. Um das zu beweisen, gilt es, die Orden der 8 Arenen von Paldea zu sammeln, indem man ihre jeweiligen Arenaleiter besiegt. Wem das gelingt, der kann ruhigen Gewissens an den Toren der Pokémon-Liga anklopfen. Also das habe ich falsch gemacht. Ich muss ja erstmal alle Orden sammeln. Naja, das haben wir jetzt getan. Und ich würde sagen, so ungefähr nächste Folge oder so. Werden wir das dann machen. Sonnenflora im Rampenlicht. Boladin, die Stadt der Kunst und Blumen, ist dem Sonnen-Pokémon Sonnenflora in tiefer Zuneigung verbunden. Dieses Pokémon ist bekannt für sein innerwährendes Lächeln sowie seine sonnenförmige Blüte. Seit jeher werden in der kunstliebenden Stadt Sonne und Natur verehrt und als Motiv für Werke herangezogen. Da Sonnenflora ein Sinnbild für beide dieser Elemente darstellt, entstand der Brauch, diese Pokémon zu versammeln und sich um sie zu kümmern. Ja, Sonnenflora ist ein nettes Pokémon, definitiv. Paldea und seine Feste. In Moldrit, einer für den Olivenanbau berühmten Stadt in Paldea, wird das kuriose Olivenerntefest veranstaltet. Bei diesem Fest rollen Teilnehmende einen Ball in Form einer riesigen Olive in ein Ziel, um eine reiche Ernte zu erbitten.
Okay, wenn die Tradition besagt, dass die kommende Olivenernte umso reichhaltiger ausfalle, je mehr Oliven ins Ziel befördert würden, eine Teilnahme an den Festivitäten ist auch Touristen wärmstens zu empfehlen. Ah ja, alles klar. Okkult wieder mal. Nummer 6. Ist es ein Saurier? Ist es ein Hutzasser? Das Mysterium von Wutpilz. Dieses rätselhafte Lebewesen vereint die Merkmale eines Dinosauriers mit denen eines Hutzasser. Das berühmte Karmesinbuch berichtet von einer herumwütenden Pilzkreatur, die eine unverkennbare Ähnlichkeit zu ihm aufwies und deshalb Pate für seinen Namen Wutpilz stand. Sein Körper ist wesentlich größer als der eines gewöhnlichen Hutzasser, dafür scheint es jedoch weniger intelligent zu sein und hauptsächlich durch brutale Boxangriffe zu kommunizieren. Sind alle so aggressiv in Zone 0? What? Auf Umwegen zur Kunst. Der Umweg für diesen Monat führt uns zu Sonflora am Wendepunkt, einem Werk des künstlerischen Naturtalents Kolso. Ob es jemals einem Künstler gelungen ist, Sonflora mit so viel Melancholie, so viel Ennui darzustellen? Gleichsam drückt diese Skulptur dank ihrer Formgebung eine Surrealität aus, die selbst das geübte Auge hinterfragen lässt, was Sonflora an diesem Wendepunkt geführt hat. Das Werk soll in Bulatien aufgestellt werden. Okay. Ich bin auch am Überlegen, weil ich so viel lesen muss, ob wir nicht vielleicht eine super lange Folge heute machen. Obwohl, nein, warte. Muss ich gar nicht. Wir sind jetzt schon fertig mit dem Lesen. Das war die grobe Erkundung hier, würde ich sagen. Ah, nee, warte. Mir fällt gerade auf, wir haben noch nicht alle Bücher hier unten gelesen. Ja, stimmt. Hier sind auch noch ein paar Bücher, die ich nicht gelesen habe. Das haben wir gelesen. Das haben wir gelesen, auf jeden Fall. Das hier weiß ich nicht, ob wir es gelesen haben. Ne, haben wir nicht. Typen unter Attacken 1. Okay, Moment. Pokémon gehören stets einem oder zwei Typen an. Insgesamt existieren 18 verschiedene solcher Typen. Beispielsweise Pflanze, Feuer und Wasser. Setzt ein Pokémon Attacke ein, der ein Typ sich mit dem Typ deckt. Mit dem Typ, der steigt die Attacke um 50%. Ja, das kennen wir alles. Das muss ich jetzt auch nicht vorlesen. Das ist so. Tutorial Standard Stuff. Das könnt ihr euch durchlesen, wie ihr Bock habt. Ne, ich blende es ganz kurz ein. Hier, Terra-Typ. Falls das interessant ist, aber das ist alles, was wir sowieso schon wissen. Plus, ich möchte jetzt gerne weitermachen. Wir haben nämlich noch ein bisschen was vor uns. Pokémon fangen leicht gemacht. Ja, ja, wenn du Pokémon schwächst, dann ist die Chance höher. Schwächst nicht zu sehr. Und du kannst noch Paralyse und alles reindrücken. Dann wird es einfacher sein zu fangen. Ja, ja, das kennen wir alles. Das ist Standard-Stuff. Pokémon und ihre Wesen. Ähnlich bei uns Menschen verfügt auch jedes Pokémon über sein ihm eigenes Wesen. Es beim Picknick zu beobachten, kann Auskunft über sein Wesen geben. Rennt es zum Beispiel munter herum und dann zieht es sich schläfrig zurück. Das Wesen eines Pokémon hat außerdem geringfügige Auswirkungen auf seine Statuswerte. Beispielsweise steigt der Angriff von Pokémon mit dem Wesen hart schneller. Ihr Spezialangriff in dem... Deshalb langsamer. Okay, ja, keine Ahnung. Mit Wesen kenne ich mich so gut aus. Es gibt Leute, die... Weiß nicht, die... Interessieren sich sehr über die Wesen eines Pokémon. Ich überhaupt nicht. Nicht wirklich. Interessiert mich nicht wirklich. Schulordnung. Ah, das hatten wir. Okay, das haben wir gelesen. Dann haben wir das hier gelesen? Wenn ja, dann sind wir durch. Ja doch, Schulverzeichnis hatten wir, das rausgerissen worden. Okay, jetzt sind wir wirklich fertig mit Lesen. Und jetzt möchte ich, bevor ich speedrunne hier, möchte ich mich hier bei den Ausrufezeichen nochmal kurz umschauen. Weil da gibt es bestimmt noch ein paar Orte, die wichtig sein werden. Zum Beispiel, ihre Pause ist jetzt vorbei, deshalb können wir uns bei der Mimi, glaube ich, hieß die, nochmal erkundigen. Hi. Wie ist es gelaufen? Nur reinspaziert. Ah, du bist es, Spike. Schön, dass du vorbeischaust. Halt dich fest, es gibt ein paar tolle Neuigkeiten. Ich kann es selbst noch kaum glauben, aber ich habe tatsächlich die Zulassungsprüfung für Gesundheitslehre bestanden. Prima. Vielen lieben Dank. Als ich erfahren habe, wie sehr du dich bei deiner Schatzsuche in Zeit legst, hat es bei mir Klick gemacht und ich habe mich auch reingehängt. Mindestens die Hälfte der Lorbeeren dafür geht natürlich auf mein Konto, denn ich habe echt hart dafür gearbeitet. Aber ich bin dir irre dankbar, dass du mir den nötigen Schubser verpasst hast. Oh, Top-Beleber! 10 Stück! Danke! Allerdings wurde mir prompt mitgeteilt, dass der Lehrplan für dieses Jahr schon rappelvoll ist. Ich werde also noch ein Weilchen länger hier im Sanitätsraum mein Unwesen treiben. Naja, aber innerhin kannst du später dann richtig lernen. Oder als Lehrerin. Andere lernen. Doch irgendwann werde ich als Lehrerin dieser Akademie vor einer Klasse stehen. Dann bringe ich dir alles rund um das Thema Gesundheitslehre bei. Freu dich schon mal drauf. Mein Unterricht wird nämlich garantiert nicht langweilig.
Schön. Das ist doch super. Da, 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 da. Okay, es sind noch diese beiden, ne? Ja, es sind noch diese beiden. Machen wir erstmal Hauswirtschaft. Einfach nur, weil, keine Ahnung. Machen wir das zuerst. Herzlich willkommen in meinem Reich, dem Hauswirtschaftsraum. Du bist doch Maika aus der 1A. Gerüchte von deinen Tatendrang machen an unserer schönen Akademie bereits die Runde. Machen die Runde? Ganz genau. Dein fantastisches Pokémon-Team sowie dein Geschick im Kampf sind zurzeit in aller Munde. Cool. Dir ist der Rummel um deine Person gewiss lästig, aber du stehst unverkennbar im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses. Okay. Der Hauswirtschaftsraum ist für die Schüler der Akademie gewissermaßen eine Oase der Ruhe. Hier tauscht man sich bei Knabberzeug über die neuesten Gerüchte aus. Und da der aktuelle Klatsch und Tratsch in unserer Gerüchteküche zumeist von dir handelt, bin auch ich neugierig geworden. Wenn es dir nicht ausmacht, würde ich mich über weitere Besuche sehr freuen. Alle reden über mich. Wieso haben die anderen es nicht geschafft, alle 8 Orden zu sammeln? Bin ich wirklich so was Besonderes für die? Kunstraum. Ja, ja, wie gesagt, also vielleicht mache ich eine längere Folge heute. Einfach nur, weil ich gerne noch die ganzen Unterrichte fertig haben möchte, damit ich die Akademie 100%ig abgeschlossen habe. Na, wenn das nicht Maike ist. Sag mal, dürfte ich dich etwas fragen? Findest du meinen Unterricht schwierig? Na, ist gut. Weiß ich nicht, ich hab's vergessen. Das freut mich zu hören. Maike, das fällt mir ein. Wenn ich mich nicht irre, hast du es jetzt zum Ziel gesetzt, als Teil deiner Schatzsuche die Arena im Angriff zu nehmen. Dich begeistern also Pokémon-Kämpfe, nicht wahr? Ja. Wenn man etwas gerne macht, wird man auch gut darin. Du bist bestimmt sehr stark. Entschuldige, dass ich dir aus weiterem Himmel so seltsame Fragen stelle. In letzter Zeit denke ich oft über die wahre Bedeutung von Stärke nach. Danke, dass du mir deine Meinung mitgeteilt hast, Maike. Ja, kein Problem. Damit werden wir etwas wärmer. Das ist anscheinend etwas Gutes. Keine Ahnung. Aber ja, jetzt seht ihr mein Speedrunning der ganzen Unterrichte. Außer irgendwas Interessantes sollte noch kommen. Ansonsten kommt jetzt wahrscheinlich einfach nur so der ganze Tutorial-Standardkram zum Vorschein. Also ja. Oh, Zwischenprüfungen funktionieren wohl ganz anders. Womit lässt du einen Pokémon aus dem Pokéball, wenn du mit ihm spazieren gehen willst? R-Taste, ZR-Taste, Plus-Knopf. Es ist R oder ZR? Ich sag mal R. Wann und wo kann man Pokémon-Eier finden? Bei einem Picknick, im hohen Gras, bei einem Spaziergang, im Korb. Bei einem Picknick im Korb. Also... A2. Was ist eine wirksame Methode, um Eier warm zu halten? Keine Ahnung. Das weiß ich wirklich nicht. Okay, was ist eine wirksame Methode, um Eier warm zu halten? Ich könnte mir Laufen vorstellen. Was hilft nicht beim Fangen von Pokémon? Beere geben, Freunden überraschen, sie vergiften, einem geeigneten Pokémon zu werfen. Kommt drauf an, welches Spiel wir spielen, ne? In Let's Go ist eine Beere geben sehr gut. Aber von hinten... vergiften macht keinen Sinn. Weil damit schwächst ja nur das Pokémon. Ist nicht hilfreich. Also damit... Ne, da hat es weniger KP. Warte mal. Was wird benötigt, um Pokémon mit höheren Leveln fangen zu können? Arena-Orden, I guess. Zusatzfrage, ohne Einfluss auf deine Note. Was heißt du vom Pokédex? Ist einfach zu bedienen? Ich würde mich freuen, deine ehrliche Meinung zu hören. So einfach? Ganz okay? Das ist ganz okay. Dann petzt mich nicht beim Direktor. Okay. Wie funktioniert das jetzt ab? Ich weiß nicht, ob ich das alles zeigen werde, aber ich glaube, ich werde nur ganz kurz hier das zeigen, weil das gerade was Neues war. Das sieht sich ganz gut an, wenn man eine Prüfung hinter sich gebracht hat. Nee, nicht wirklich. Zwischenprüfung gilt als bestanden, wenn du 3 Fragen komplett machen wolltest. Wollen wir mal schauen, ob ich abgeschlossen habe. 3 von 5 Gra... was habe ich denn falsch gemacht? Aber ich habe bestanden. Juhu!
Ich krieg ein Geschenk. S-Bonbons, wow. Okay. Naja, okay. Gibt's dann bei Biologie noch... Ja, es gibt dann noch 4. Also ja, ich werde diese ganzen Dinger hier alle vorspulen, weil die sind halt uninteressant und ja, ne? Okay, nach dem 6. oder so, glaube ich, war das. Gibt es eine Abschlussprüfung. Und die machen wir jetzt. Wie viele der folgenden Methoden erleichtern das Fangen von Pokémon? Paralysieren, Pokébälle verwenden, Beere geben, von hinten überraschen. Ich habe keine Ahnung, was ein Pokébädel ist. Deshalb sage ich mal 3. Man kann nur 9 Pokémon begegnen, indem man sie fängt oder tauscht. Hä? Was? Man kann nur 9 Pokémon begegnen, wenn man sie fängt oder tauscht. Was? Ich verstehe die Frage nicht. Ein Pokémon, das einen Ewigstein trägt, kann sich entwickeln, wenn man einen Feuerstein oder ein edles Item auf es anwendet. Boah, das weiß ich nicht. Ich sag falsch, weil Ewigstein ist Ewigstein, aber keine Ahnung, ey. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, einem schönen Pokémon zu begegnen? Das hatten wir vorhin literally im Unterricht gehabt. 1 zu 4000. Das Pokémon Choreofogel hat 3 Formen. 4. Hat 4 Formen. So, das Frage ohne Einfluss. Wie fandest du den Unterricht mit mir? Ich habe mich zwar noch nicht so ganz ans Unterricht gewöhnt, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte total viel Spaß. Vielen Dank für alles. Viel Erfolg, Mädel. Vielen Dank für alles. Zusatzfrage. Okay. So, ich weiß noch gar nicht, ob ich jeden einzelnen Kurs machen möchte, weil ich mache das jetzt erstmal nur mit Biologie, um zu schauen, ob man überhaupt irgendwas dafür bekommt, wenn man eine Sache abschließt. Oder ob ich es aber lassen sollte. Okay, eine Frage war falsch, keine Ahnung welche. Egal. Kriege ich dafür nichts, dass ich es abgeschlossen habe? Gar nichts? Okay, ich glaube, dann werde ich es auch lassen. Schreibt mir mal auf jeden Fall in den Kommentaren, ob man hier noch irgendwas bekommt, wenn man jeden einzelnen Unterricht macht. Ansonsten, das, was ihr gesehen habt, glaube ich, reicht fürs Erste. Weil ich glaube nicht, dass man was bekommt. Klar, man kann noch ein bisschen mehr wissen für die Leute, die noch ein bisschen mehr über Pokémon wissen wollen. Zum Beispiel, das ist euer erstes Pokémon-Spiel oder so. Ich meine, okay, ihr kriegt so sehr viel gelernt. Letztes sogar auch über Shinies, was ich nicht erwartet hätte. Ist bestimmt alles hier sehr vorteilhaft, aber ich hab's halt nicht nötig. Was meint ihr? Ich find's in Ordnung, aber ist halt eher was für die Noobs.